Hallo YouTube, herzlich willkommen zurück auf meinem YouTube-Kanal. Ich zeige euch heute einen weiteren Best-Hit-Review hier bei mir. Und zwar zeige ich euch heute meine Top 10 für den Monat Oktober. Und zwar habe ich hier 7 Karten und hier zeige ich euch mal die erste Karte. Und zwar haben wir hier eine 2023-2024 Donovan Mitchell Rising Suns Insert-Karte im Holoprism. Hier für die Cleveland Cavaliers. Sehr schön. Kommen wir zum nächsten Platz, und zwar haben wir hier eine Darius Garland 2 von 49 Purple Dondros Elite für die Cleveland Cavaliers. Sehr schön. Kommen wir zur nächsten Karte, und zwar haben wir hier eine Michael Jordan 2021-2022 Skybox Metal Universe Base Karte. Sehr schön. Kommen wir zum nächsten Platz, und zwar haben wir hier eine 2022-2023 Davion Mitchell Purple Parallel Karte. Das Ganze ist die Nummer 98 von 99 hier für die Sacramento Kings. Sehr schön. Kommen wir zum nächsten Platz. Und zwar haben wir hier eine Scoot Henderson Rookie Karte im Prism. Panini Prism. Sehr schön sieht das Ganze aus. Schöner Effekt, schöner Pop diese Karte. Hier im Base Prism. Kommen wir zur nächsten Karte, und zwar haben wir hier eine 2023-2024 Silver Prism Scoot Henderson. Sehr schöne Karte. So sieht das Ganze aus. Und kommen wir zu Platz Nummer 1, und zwar zum nächsten Platz. Und zwar ist es eine 2023-2024 Purple Wave Rookie Karte Keontae George. Sehr schön. So sieht das Ganze aus. Im Hintergrund sieht man noch schön das NBA-Logo. Und zwar ist Keontae George ein aufstrebender Spieler für die Utah Jazz. Könnte sein, dass er der nächste GOAT wird. Ich weiß es nicht. Keontae George, ein guter Rookie hier für die Utah Jazz. So sieht das Ganze aus. Hier im Purple Wave. Keontae George. Sehr schön. Ja, ich bin damit raus, sage danke, bis zum nächsten Mal, bis ihr weiterhin kommentiert und abonniert, lasst mir doch ein Like da. Peace. Ciao.